Es war einmal ein alter Müller, der drei Söhne hatte. Als der Müller starb, hinterließ er seinen Söhnen eine Mühle, einen Esel und eine Katze. Der Älteste bekam die Mühle, der Mittlere den Esel und der Jüngste musste die Katze nehmen. Die älteren Brüder lachten ihn aus, aber die Katze versprach, dass er seinen jüngeren Bruder reich machen würde, wenn er ihm ein paar Stiefel und eine Tasche geben würde. Der Besitzer war überrascht, erfüllte aber die Bitte der Katze. Die Katze zog sofort seine Stiefel an den Hinterbeinen an, goss Hafer in den Sack, warf ihn über seine Schultern und ging auf die Jagd. Im Wald öffnete er die Tasche, warf sie auf den Boden und versteckte sich im Dickicht. Er musste nicht lange warten. Ein neugieriger Hase galoppierte zum Sack und stieg hinein, um Hafer zu essen. Und die Katze wartete nur darauf. Er sprang aus dem Dickicht, zog den Sack fest, hob ihn auf die Schultern und ging zum königlichen Schloss. Der König dieses Landes war ein großer Liebhaber von gutem Essen. Die Katze verneigte sich tief vor ihm, reichte den Hasen und sagte, es sei ein Geschenk seines Herrn, des Marquis de Carabas. Der König war angenehm überrascht von dieser Überraschung. Die Katze verneigte sich wie ein echter Adliger und machte sich auf den Weg. Am nächsten Tag ging er wieder mit dem Sack auf die Jagd. Diesmal gelang es ihm, zwei fette Rebhühner zu fangen. Der König freute sich über ein weiteres angenehmes Geschenk. Mehrere Wochen hintereinander trug die Katze dem König weiterhin Rebhühner und Hasen. Aber er sagte seinem hungrigen und abgemagerten Besitzer nichts darüber. Als die Katze eine Prinzessin im Palast sah, war sie sehr schön. Die Katze erkannte, dass sie eine wundervolle Frau für seinen Meister sein würde. Und so wollte der König endlich den Marquis treffen. Die Katze antwortete, dass sie ihn morgen für einen Spaziergang finden könnten, wo die Mühlen waren. Und er selbst rannte mit voller Geschwindigkeit zur Mühle. Als die Katze den Besitzer sah, sagte sie, dass sie morgen im Fluss schwimmen muss und dann wird sich sein Leben ändern. Am nächsten Morgen, sobald er ins Wasser kam, griff die Katze nach seinen Kleidern und versteckte sie im Gebüsch. In diesem Moment erschien die königliche Kutsche auf der Straße. Die Katze sprang auf die Straße und rief laut, »Rette mich! Hilfe! Der Marquis de Carabas ertrinkt!« Als der König dies hörte, befahl er, den Marquis aus dem Wasser zu ziehen. Der Sohn des Müllers bekam große Angst, als zwei Wachen ihn aus dem Fluss zogen, wo er sich in warmem Wasser ahlt. Der König befahl, ihm seine Seidenkleidung zu bringen. Der Sohn des Müllers lehnte dies zunächst ab, aber er mochte die goldgestickten Kleider so sehr, dass er gerne das königliche Outfit anzog. Der König lud ihn in die Kutsche ein, in der die schöne Prinzessin saß. Der Sohn des Müllers war verblüfft, stieg aber ohne weiteres in den Wagen. Eine Minute später rollte die Kutsche durch die Felder und Wiesen, die dem riesigen Menschenfresser gehörten, der in einem riesigen Schloss lebte. Die Katze verschwendete keine Zeit, und was war der Geist, der vor dem Wagen zur Wiese eilte, wo die Schnitter im Schweiß ihrer Stirn arbeiteten? Er bat sie zu sagen, dass diese Felder dem Marquis de Carabas gehören, sonst würde der böse Kannibale sie essen. Bevor die erstaunten Schnitter antworten konnten, hielt der Wagen des Königs an. Und als der König fragte, wessen Wiesen sie seien, antworteten sie in einem freundlichen Chor, dass diese Felder dem Marquis de Carabas gehören. In der Zwischenzeit ging die Katze direkt zum Schloss des Menschenfressers. Mit katzenartiger Geschicklichkeit sprang er über die Steinmauer und machte sich auf den Weg ins Schloss. Der Kannibale saß an einem großen Tisch, der mit verschiedenen Gerichten beladen war. Als er den Kater in Stiefeln sah, war er sehr überrascht über diese Unverschämtheit. Die Katze fing an, den Riesen zu ärgern und sagte, er könne sich nicht in einen Löwen verwandeln. Bevor die Katze Zeit hatte, diese Worte auszusprechen, verwandelte sich der Kannibale in einen riesigen Löwen mit einer zotteligen Mähne. Die Seele der Katze stieg vor Angst in seine Stiefel, aber er überwand sie und sagte, der Kannibale könne sich niemals in eine Maus verwandeln. Der schreckliche Löwe verschwand und eine kleine Maus erschien an seiner Stelle. Und die Katze brauchte das nur, im Handumdrehen holte er die Maus ein, fing sie auf und aß sie. Zu dieser Zeit fuhr die königliche Kutsche in den Hof des Schlosses. Die Katze öffnete die Wagentüren, verbeugte sich höflich und sagte, er sei froh, alle im Schloss des Marquis de Carabas zu sehen. Es ist schwer zu sagen, wer vor Erstaunen über diese Worte taub war, der König oder der Müllersohn, der bereits überhaupt nichts verstand.
Die Katze brachte die Gäste zum Tisch. Am Ende des Abendessens sagte der König, nachdem er in vollen Zügen gegessen hatte, dass der Marquis in der Tat ein sehr würdiger Mann sei, deshalb würde er seine Tochter gerne der Frau geben. Die Prinzessin war glücklich, jung, gut aussehend und außerdem mochte sie den reichen Marquis sehr. Bald spielten sie eine Hochzeit. So heiratete der Müllersohn eine Prinzessin und wurde Prinz. Alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, besonders die Katze, die stolz in hohen Stiefeln auf und ab ging. In einer kleinen Stadt lebte ein Spielzeughersteller, Geppetto. Er verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von hausgemachtem Holzspielzeug. Er mochte seine Arbeit. Nice. Der alte Meister bedauerte nur, dass er keine Kinder hatte. Als Geppetto eines Tages im Wald spazieren ging, sah er einen ausgezeichneten Baumstamm für neues Spielzeug. Er nahm das Protokoll mit und brachte es in die Werkstatt. Sofort, ohne Verzögerung, fing der alte Mann an, ein Spielzeug aus ihm herauszuschneiden. Aber plötzlich hörte er eine dünne Stimme aus dem Baumstamm. Geppetto dachte, was er sich vorgestellt hatte. Er schnitzte das Spielzeug weiter und hörte nach einer Weile die Stimme wieder. Geppetto entschied, dass er einfach zu alt wurde und hörte seltsame Stimmen. Der alte Mann arbeitete weiter. Zuerst machte er den Kopf der Puppe. Dann erschienen Arme und Beine. Geppetto beendete die Puppe und setzte sie auf einen Stuhl. Und er beschloss, nach sich selbst aufzuräumen. Und in diesem Moment hörte er die Stimme wieder. Geppetto erstarrte und sah sich um. Aber es war niemand im Raum außer einer Holzpuppe. Der alte Mann setzte seine Arbeit fort. Und plötzlich sprang die Puppe vom Stuhl auf. Geppetto war sprachlos. What? Als er merkte, dass seine Puppe zum Leben erweckt wurde, beschloss er, ihr einen Namen zu geben. Und er nannte ihn Pinocchio. Geppetto und Pinocchio lebten fröhlich zusammen. Es ist Zeit, deinen Sohn zur Schule zu schicken. Geppetto lebte schlecht und hatte kein Geld für Schulmaterial für Pinocchio. Er beschloss, seine Jacke zu verkaufen und gab dem Jungen das Geld. Pinocchio nahm das Geld und eilte glücklich zur Schule. Plötzlich sah er eine Menschenmenge. Um herauszufinden, was los war, drückte sich der Junge vor und sah vor sich ein riesiges farbiges Zelt. Es war ein Zirkus. Der Clown stand vor dem Eingang und bellte Besucher. Pinocchio interessierte sich sehr für das, was sich darin befand. Aber der Clown ließ ihn nicht herein, weil der Junge kein Ticket hatte. Pinocchio zog Geld aus der Tasche und gab es dem Clown. Der Junge ging ins Zelt und sah, wie lustige Puppen eine Aufführung auf der Bühne spielten. Gleichzeitig bemerkte der Besitzer des Zirkus Pinocchio. Er freute sich sehr über eine lebende Puppe und beschloss, Pinocchio in seine Aufführung aufzunehmen. Sobald die Show vorbei war, fing der Besitzer des Zirkus den Jungen auf und steckte ihn in einen Käfig. Pinocchio war sehr verärgert darüber, dass er seinem Vater nicht gehorchte und nicht zur Schule ging. Er brach in Tränen aus. Und plötzlich erschien eine Fee vor ihm. Sie sah, dass Pinocchio seine Tat sehr bedauerte und beschloss, ihn zu retten. Die Fee verzauberte und Pinocchio war mit Geld in den Händen auf der Straße. Er ging wieder zur Schule. Unterwegs traf Pinocchio eine blinde Katze und einen gerissenen Fuchs. Als sie herausfanden, dass der Junge Geld hatte, beschlossen die Katze und der Fuchs, es zu nehmen. Sie sagten, dass dieses Geld nicht für Schulmaterial ausreicht und erhöht werden muss. Und dafür müssen sie Geld in ein magisches Feld pflanzen. Aus der Erde sollte ein Geldbaum wachsen, aus dem eine großzügige Geldernte geerntet werden könnte. Der naive Pinocchio glaubte den Betrügern und gab sein Geld. Als der Junge allein und ohne Geld zurückgelassen wurde, erschien die Fee wieder vor ihm. Pinocchio log die Fee an und sagte, er habe bereits Schulmaterial gekauft. Sobald er dies sagte, begann seine Nase zu wachsen. Je mehr Pinocchio gelogen hat, desto länger wurde seine Nase. Er hatte große Angst und sagte der Fee die ganze Wahrheit. Im selben Moment schrumpfte die Nase des Jungen auf normale Größe. Die Fee warnte, dass sich jedes Mal, wenn Pinocchio betrog, seine Nase vergrößerte. Nach diesen Worten befand sich der Junge wieder auf dem Weg zur Schule mit Geld in den Händen. Plötzlich blockierte der Besitzer des Zirkus die Straße nach Pinocchio. Er war furchtbar wütend, dass der Junge fliehen konnte und ihn wieder in den Käfig setzen wollte. Aber Pinocchio war nicht leicht zu fangen. Ohne zu zögern sprang er ins Wasser. Pinocchio war aus Holz, damit er nicht ertrank.
und die Strömung trug den Jungen vorwärts. Als er bereits zum Ufer schwamm, verschluckte ihn ein Riesenfisch. Zur gleichen Zeit beschloss der alte Geppetto, verzweifelt nach seinem Sohn an Land zu suchen, auf dem Wasser zu suchen. Er lieh sich ein kleines Boot von einem Fischerfreund und schwamm, um es sich anzusehen. Plötzlich begann ein heftiger Sturm. Das Boot konnte die Wellen nicht bewältigen und stürzte ab. Der alte Mann konnte nicht schwimmen und begann deshalb zu ertrinken. Und dann schluckte ein riesiger Fisch, der Pinocchio verschluckte, Geppetto. Als er eintrat, sah er sofort seinen Sohn. Als Pinocchio seinen Vater sah, war er sehr glücklich. Es tat ihm sehr leid, dass er nicht gehorcht hatte, und er versprach von diesem Moment an, immer das zu tun, was sein Vater sagte. Als die Fee sah, dass es Pinocchio wirklich leid tat, beschloss sie, sie zu retten. Sie befreite den Jungen und den alten Mann vom Bauch des Fisches und trug sie zum Ufer. Pinocchio wurde ein sehr intelligenter und gehorsamer Junge. Er ging jeden Tag zur Schule und half seinem Vater nach dem Studium in der Werkstatt.